Und einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin hier gerade im Hof. Ich habe den 566, der hier links steht, habe ich schnell abgeladen. Und einen L556, ein Radlader. Wieder ein Radlader habe ich jetzt aufgeladen. Habe den Fahrer dabei. Den Radlader fahren wir nach Bodenheim bei Mainz. Und dann muss ich rüber nach Dackenheim und muss dort in den Weinbergen wieder den Bagger von oben drin, wo wir zuletzt geladen haben, bei Dackenheim. Der muss dann wieder runter an die Bahn, an den Bahnübergang bei Herxheim. Ja, alles ein bisschen gemacht, aber jo. Schauen wir mal. Bodenheim. Vorne schiebt unser Räubchen. Das Tiefbett noch zusammen, das ist noch vom 566, ist jetzt noch einen halben Meter ausgezogen. Na komm. Ja, dann geht's runter nach Dackenheim. Jetzt in Dackenheim habe ich erst mal verfahren, musste mitten auf der Landstraße drehen. Hier steht der Bagger. Mal gucken, drehen kann ich hier auch nicht. Ich muss einmal wahrscheinlich den ganzen Weg wieder rückwärts raus.
wieder an der Baustelle. Muss jetzt von hier abladen. Handy-Akku ist voll, okay.
hier gerade wieder in Idlingen im Steinbruch. Hole mal den 938 wieder. Der soll heute noch nach Ludwigshafen, aber das wird heute nichts mehr. Schauen wir mal. Schmeiße mal das Ding drauf und dann mal gucken, wie es von der Zeit her aussieht. Ist er noch Stau vom Trajekt da oben? Kommt gerade einer gelaufen. Ich geh mal kurz raus. So, bin jetzt bei mir hier im Hof. Hatte heute sehr große Hilfe dabei. Karl-Heinz hat mich sehr gefreut, weil er halt auch wirklich eine sehr große Hilfe war heute. Hab deshalb ein bisschen weniger gefilmt. Alles gut, hoffe ich doch. Ah, was fehlt mir hier? Tagesberichte. Nur noch 3 Stück. Ich soll da mal rüberrennen, ne? War ja in Idlingen und hab den 938 geladen. Oder wir. Und sollte eigentlich nach Ludwigshafen, da sind wir dran vorbeigefahren. Die machen um 17 Uhr zu. Wir waren um 17.10 Uhr da, keiner mehr da. Alles zu. Wir hatten auch angerufen davor. Da hieß es, wenn noch einer da ist, warten sie. Wenn keiner mehr da ist, haben wir halt Pech. Also, ja. Alles gut. Haben wir den Bagger dabei, dann fahre ich dann morgen früh erst wieder raus nach Ludwigshafen. Dann haben wir einen 922 in Wiesbaden im Dickerhoffwerk zu holen. Auch für die Lieber. Ja. Ob ich das mache morgen, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Sehen wir dann. Aber für heute ist erstmal Schluss. Morgen wird wieder mehr gefilmt, versprochen. Wunderschönen guten Morgen. Fällt gerade Kollege. Fährt denn unser 39 rüber nach Ingelheim. Jetzt den Bagger von gestern Abend, den 938, fahre ich jetzt rüber nach Ludwigshafen zur Liebherr. Die waren ja gestern Abend nicht mehr da. Dann fahre ich, Entschuldigung, rüber nach Bexbach. Stehen unsere Hitachi, einmal der KMC, einmal der 350er. Beiden Baggerfahrer haben Urlaub und jetzt hole ich den 350er nach Hause und dann hole ich den KMC nach Hause.
Land Bexbach. So wie es aussieht, alleine. Mal gucken, ob wir vom KMC den Arm abbringen. Drin.
Ach ja, so 18.45 Uhr. Ja, 18.50 Uhr haben wir schon. Das war ein Scheiß, bis der Arm ab war. Keiner wusste so richtig Bescheid, wie. Dann habe ich unseren alten Werkstattmitarbeiter. Was heißt alten? Der ist noch jung, aber der hat vor einem Jahr etwa aufgehört. Den habe ich angerufen, besser gesagt, unseren Werkstattmeister hat uns auf die Idee gebracht, den anzurufen, und dann, der hat uns dann gesagt, wie es geht. Egal. Oh, meine Chefin kommt schon geradelt. Gut, den KMC lade ich hier ab morgen. Drüber vor der Werkstatt, denke ich. Und dann schauen wir mal. Wiesbaden haben wir einen Bagger zu holen für die Liebe. Mal gucken. Bis dann.